So, hallo, herzlich willkommen, Peter hier. Ganz spontanes Video. Ich war gerade mit einem unserer Leute aus der Intensivbetreuung am Schreiben und da ging es um ein ganz spezielles Thema. Und da dachte ich mir, ich rede mal gerade ein bisschen was in die Kamera rein. Vielleicht kannst du da auch was für dich rausziehen aus der ganzen Sache. Und zwar geht es um das, dass ja die meisten Leute, die wirklich was machen wollen, haben ja auch ein großes Ziel. Ja, die wollen wirklich was verändern, die wollen was erreichen, die wollen ihr Leben wirklich so auf das nächste Level heben, wenn es um die Gesundheit geht. Und es kann eben sein, das war eben jetzt eben vorher auch das Thema, dass dieses Ziel so groß ist, das man hat, dass es einem überfordert, dass jeder Tag so unüberwindbar erscheint. Ja, dass das Ziel einfach so groß ist, dass du dir jeden Tag denkst, hey, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diesen großen Schritt überhaupt gehen? Ja, was sind denn da die Steps? Wie soll ich da jemals ankommen? Also der Weg ist noch so weit, so man sieht gar nicht, dass das irgendwann auch mal so in Erfüllung gehen kann, dieses Ziel, dieser Wunsch. Und das bringt einige Leute eben dazu, so gar nicht mehr in die Gänge zu kommen. Also dass dann so der Drive irgendwann fehlt, weil sie denken, hey, das schaffe ich eh nicht, ja, das ist so weit dieser Weg, ich komme da ja gar nicht hin. Also man verliert so die Motivation, man hat so viel Respekt vor diesem großen Ziel, dass man sich irgendwie überfordert fühlt. Und darum ging es vorhin. Und da ist einfach der große Fehler die falsche Sichtweise auf die ganze Thematik. Weil klar, vielleicht hast du auch ein großes Ziel. Ja, vielleicht sagst du auch, hey, ich möchte meine Medikamente endlich mal reduzieren. Ich möchte sie sogar vielleicht komplett absetzen. Vielleicht möchtest du auch 10, 20, sogar vielleicht 30 Kilo verlieren. Vielleicht möchtest du bessere Werte. Ja, vielleicht sind deine Werte einfach sehr, sehr hoch in einem Bereich, wo du wirklich Handlungsbedarf schon hast und möchtest da wirklich runter auf Normalbereich. Ja, vielleicht möchtest du wirklich so viel erreichen. Vielleicht geht es bei dir einfach darum, du möchtest dich fitter fühlen, du möchtest beweglicher sein, du möchtest mehr Leistungsfähigkeit haben, du möchtest Power haben, du möchtest dich einfach wieder wohlfühlen in deiner Haut. Und das kann ja vielleicht, je nachdem, wie deine Situation aktuell ist, einfach ein sehr, sehr großer Schritt für dich sein und eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber das Thema ist das, wenn du dich natürlich immer nur an diesem großen Ziel, das du hast, orientierst und nur jeden Tag das vor Augen führst, dann vergisst du einfach die kleinen Steps, die du jeden Tag machen kannst, um überhaupt mal dorthin zu kommen. Das heißt, du hast nur diesen großen Berg vor dir, so am Horizont, so ein bisschen im Blick, denkst dir, das ist noch so weit weg und vergisst eigentlich so die kleinen Schritte, die du jeden Tag machen kannst, auf die es ja ankommt. Das ist jede Mahlzeit, die du dir täglich zubereitest. Das ist jeder Einkauf, den du machst. Bewusst zum Einkaufen zu gehen, bewusst die Lebensmittel auszuwählen. Das sind die kleinen Stellschrauben, die machen es aus, die bringen dich voran. Bewusst jeden Tag die Entscheidung zu treffen, ich werde mich heute ein bisschen mehr bewegen als sonst immer. Ich werde heute doch noch eine kleine Runde spazieren gehen. Ich werde heute doch noch mein Training machen. Auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, 20 Minuten, halbe Stunde. Und das sind Dinge, die kannst du jeden Tag machen. Auch die Entscheidungen, wenn du unterwegs bist, ja, wenn du viel, sei es beruflich unterwegs bist oder auch, weil du viel verreist, wenn du dir unterwegs irgendwas zum Essen besorgst, ja, oder in ein Restaurant gehst, diese Entscheidung, was du dir dann bestellst, wo du dir dein Essen besorgst, wo du hingehst zum Essen, das sind alles diese kleinen Steps, die du jeden Tag machst. Und die sind wichtig. Und wenn du da den Fokus drauf legst und dieses große Ziel mal so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt, ja, jetzt mal als Beispiel, du möchtest, sagen wir mal, 20 Kilo verlieren, das ist schon so dein Leitstern, dass du irgendwo immer so ein bisschen. Ja, du schaust ab und zu mal dahin und weißt genau, da soll es hingehen. Ja, so die Richtung ist gesetzt, so dahin. Aber dann auch wieder den Blick auf die kleinen Dinge legen. Den Fokus auf die kleinen Dinge. Diese 20 Kilo, die weg sollen, die sind dann erstmal gar nicht mehr so wichtig. Die hast du abgespeichert. Wichtig sind dann die Dinge, die du jeden Tag machen kannst. Diese ganzen Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass du jeden Tag einen kleinen Schritt näher dorthin kommst. Und irgendwann stehst du mal da an diesem Ziel, an diesen minus 20 Kilogramm, und dann kommt dir das gar nicht so schlimm vor. Dann war das gar nicht so schlimm. Ja, weil du dich nicht mehr jeden Tag darauf konzentriert hast und nur dieses große Ziel im Blick hattest und dir dachtest, wie soll ich das erreichen?
Mach einfach jeden Tag die kleinen Dinge, die dich voranbringen, und dann erreichst du dein Ziel sowieso ganz nebenbei. Und dann kommt es dir nicht vor wie eine Überforderung oder so eine Riesenherausforderung. Du machst einfach nur immer die kleinen Steps, die gar nicht so schwer zu meistern sind. Es ist nicht schwer, jeden Tag sich ein bisschen mehr zu bewegen. Es ist auch nicht schwer, ein bisschen darauf zu achten, wo und was man einkauft. Es ist auch nicht schwer zu schauen, welche Lebensmittel du wählst, wie du die vielleicht kombinierst. Das sind Dinge, die können wir alle machen. Da spielt weder Zeit eine große Rolle, ja, weil Zeit haben wir alle. Wir alle haben Zeit, was zu essen, weil das machst du sowieso. Es geht ja nur darum, das Richtige zu essen. Und es geht auch darum, ein bisschen mehr Fokus und Bewusstsein in dieses Thema Gesundheit, gesunder Lebensstil, also Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Glaubenssätze, schlechte Gewohnheiten, Verhaltensmuster, diese Dinge einfach mal ein bisschen so zu hinterfragen, wenn es noch nicht so gut ist, und einfach ein gesundes Maß an Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das nicht alles so dahin geht, ja, wie so eine Schleife, die sich jeden Tag abspielt, sondern einfach du sagst, hey, ich kann mich ja entscheiden, wie ich mein Leben führe. Und ich kann mich jeden Tag aufs Neue entscheiden, was ich mache. Und ganz besonders diese kleinen Dinge. Ja, und auch wenn der Schweinehund ab und zu mal ein bisschen größer ist, du hast trotzdem die Macht, diesen Schweinehund wieder ganz klein werden zu lassen und einfach zu sagen, obwohl ich jetzt vielleicht keine Lust habe und lieber was anderes machen würde, mache ich es trotzdem, weil ich weiß, es bringt mich voran. Und dann ist es gar nicht so tragisch. Und letztendlich, wenn du das eine Zeit lang machst, dann fällt es dir auch nicht mehr schwer. Und ehe du dich versiehst, stehst du irgendwann an deinem großen Ziel, was am Anfang noch eine Riesenherausforderung war, und du denkst dir, hey, so schwer war es eigentlich gar nicht. Ja? Also, wenn du eines aus dieser Sache mitnimmst, dass du dich wirklich auf die kleinen Sachen jeden Tag konzentrierst und nicht auf dein großes Ziel. Ab und zu mal so den Blick wieder nach oben schweifen lassen, ach, ich bin noch auf Zielspur, ja, ich bin noch in Richtung meines Ziels, das schon, aber dann wieder schauen, okay, was kann ich heute machen, damit ich dorthin komme? Was kann ich morgen machen? Was kann ich in einer Stunde machen? Das sind die wichtigen Dinge. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann läuft das Ganze auch. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei. Ich hoffe, du kannst es so integrieren in deinen Alltag, so auch übernehmen. Und schreib auch gerne mal in die Kommentare, ob dir das was hilft oder ob du das eh schon so machst, würde mich natürlich interessieren. Lass natürlich gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, mach's gut und beste Gesundheit, dein Peter.